geht es in mein Herz. Jetzt halte ich schön fest, es geht bergunter. Ich bin ein Bergrunterschisser. So, dass viele Gäste reinkommen und dann machen sie erstmal so, wow, ja. Ich bin heute in einer kleinen Stadt unterwegs, die wirklich ein richtiger Geheimtipp ist. Die Fachwerkhäuschen im Zentrum versprühen mittelalterlichen Charme. Es gibt jede Menge Gärten und Parks, liebevoll eingerichtete Restaurants und Cafés, eine Therme mit Heilquellen. Also es gibt unglaublich viele Gründe dafür, nach Bad Langensalza zu reisen. Ich freue mich jetzt total auf Bad Langensalza und auf meinen Stadtbummel oder vielmehr meine Stadtfahrt und auf den Knut mit Hut. Hallo. Ich freue mich. Darf ich hier schon gleich natürlich, mal aufsitzen? Natürlich, bitte. Nimm Platz. Muss ich in die Mitte oder kann ich du mich Du kannst lümmeln? Dich setzen, wie du möchtest. Na, dann mache ich das so. Ja, mach's dir ruhig bequem. Wir fahren los. Umkippen kann das Teil nicht? Nein, kann es schon, aber wird es nicht. Gut. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Sag mal, das ist total schön. Ja, das ist etwas Außergewöhnliches. Ich habe mir gedacht, so Stadtführung macht jeder. Und so eine individuelle Stadtführung mit so einer Rikscha ist doch was Feines. Die Fachwerkhäuser sind nach der verheerenden Brandkatastrophe zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstanden. Der Kurfürst holte Baumeister aus ganz Deutschland, um die Stadt wieder aufzubauen. Darum hat Bad Langensalza so viele Fachwerkbaustile wie kaum eine andere Stadt. Herrlich. Oh, das ist schön, ja. Da warst du schon mal da drin? Das nee. Musst du mal angucken. Das ist wirklich schön. Echt? Soll ich mal reingucken? Ja, da würde ich mal reingucken an einer Stelle. Ne, das ist eines unserer schönsten Lokale, die wir haben. Sieht süß aus. Ganz, ganz, ganz urig und gemütlich. Es wird sehr voll sein heute zum Markttag. Ich gucke. Was ist denn hier was? Das ist Schokosahne mit Toffifee, Stachelbeerbisee. Hier haben wir Mondkuchen mit Preiselbeeren und Frischkäse mit Granatapfel. Oh, ich glaube, ich nehme einen Mohnkuchen mit Preiselbeeren und einen Tee. Den trinke ich dir gern. Die Rumpelburg. Ganz genau. Ach, die liebe ich. Da habe ich mit meinem Kind ganze Tage drin verbracht. Ist auch wirklich liebevoll gemacht. Ja. Also ich finde es eines der schönsten Spielplätze, Abenteuerspielplätze, die ich kenne. Also das ist so schön da drin und auch die Veranstaltung, die machen, ich finde das einfach nur toll. Also nur alten Scheune. Drin und draußen ja. Spielen kann. Ich guck noch mal. Von 0 bis 99, weil die Zielgruppe ist von 2 bis 12, aber von 0 bis 99, weil hier alle alles machen können.
Mein Motorrad ist in mein Herz. Und ich habe Motocross, macht mir auch Spaß. Erik ist schon ein großer Rennfahrer, aber erst 7 Jahre alt. Mit 3-jähriger Trainingserfahrung. Nierentank, Ellbogen hoch, Kurven, Gas, Bein raus, ein bisschen bremsen und Gas geben in die Krane. Japanischer Garten. Ja, der ist ein Muss. Garten der Glückseligkeit. Eins der Highlights von Bad Langensalza. Eins der vielen Highlights von Bad Langensalza. Und hier musst du jetzt raus. Genau. Den musst du dir angucken, weil das ist Pflicht. Das hätte ich mir jetzt auch ertrotzt. Dann springe ich mal ab. Jo, ich warte. Und gehe zum Entspannen. Auch hier haben sich ja die Kois schon versammelt. Die gehören auch unbedingt in so einen japanischen Garten, oder? Die sind absolutes Muss. Das ist ein absolutes Muss. Das ist ein Glückssymbol. Und natürlich auch ein Besuchermagnet. Ja. Also wenn die Leute hier stehen und können die Fische beobachten, ist das also für die ein ganz tolles Erlebnis. Ja. Aber mit den Fischen haben sie nichts zu tun. Sie haben mehr was mit dieser Formgebung ganz, der ganzen ganz Bäume. Genau. Ich kümmere mich hier um alle Pflanzen. Das ist ja aber auch eine ganz schöne Fummelarbeit, ne? So dieses Beschneiden. Ja, also es muss ja alles akribisch in Form gehalten werden. Es darf nichts wild wachsen. Es muss alles auch einem bestimmten, sage ich mal, Muster folgen. Ja? Also es muss auch immer gleich aussehen. Also es geht in einem japanischen Garten nicht darum, dass viel blüht und dass man einfach so mit vielen Blumen überfordert wird, sondern dass man seinen Blick auf ganz spezielle Punkte richtet und dabei einfach auch in so eine meditative Stimmung kommt. Wenn ich hier reinkomme, bin ich immer total entspannt. Das ist, als würde man, wenn man durch dieses Tor geht, das ist dann gleich so eine andere Welt und man kommt absolut zur Ruhe. Es ist auch so, dass viele Gäste reinkommen und dann machen sie erstmal so, wow. Ja? Also das finde ich immer am allerschönsten, weil es eben so eine exotische Welt ist und was anderes als vor der Mauer. Ja, jetzt kommen wir zum Drei-Türme-Blick. Das hat der Bildhauer, der Ansässige, Astra Fortin, natürlich, logisch, was sonst, gefertigt. Und wenn du hier durchguckst, dann siehst du durchs ganz genau, Auge. Genau, siehst du die drei Türme wunderbar nebeneinander stehen. Ne? Ja. Ja. Das ist einmal das erste das Kloster, der Augustiner, genau. Dann der Rathausturm und dann die Marktkirche. Ja, unsere Friederikentherme. Die Therme. Na, die ist ja nun ein Muss. Ganz ne? Wichtig, genau. Ja. Drei Quellen, alle drei hier vereinigt. Ja, ich würde mal an deiner Stelle reingucken. Du fährst mich ja fast rein. Ja. Direkt vor die Türe. Bis nachher. Genau. Jetzt halte ich schön fest, es geht bergunter. Du hast Bremsen, hab keine ja? Angst. Hab keine Angst. Ich bin ein Bergrunterschisser. Ja. Ja, wir kommen jetzt zum Apothekermuseum. Zum Thüringer Apothekermuseum. Da legt unser aller Bürgermeister sehr viel Wert drauf damals, als er das eröffnet hat. Ja. Und das ist im Haus Rosenthal untergebracht, hier vorne. Das ist ein altes Tuchmacher Gildehaus gewesen. Das haben sich schön das Fachwerk wieder zurechtgemacht. Haben übrigens auch einen Denkmalpreis bekommen dafür. Einen Denkmalschutzpreis. Und das Apothekermuseum stammt aus Eschwege. Das ist eine Apothekerfamilie gewesen, die hat ihren Nachlass nach Bad Langensalza gegeben, weil die Eschwege kein Interesse hatten. Und Nachkommen hatten sie auch keine Erben.
Und du hast jetzt halt den Salsa ein paar Mal. Genau. Und du kannst jetzt also dir den wunderbaren Kräutergarten ansehen. Mhm. Und kannst im Herbst sogar Kräuter ausgraben. Echt? Ja. Und kannst du mit nach Hause nehmen. Da weiß ich doch, wo ich bin. Ja, im sicher. Herbst. Ganz genau. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Wie die Medikamente hergestellt wurden, zeigt ein Apothekenlabor anschaulich. Die hier verwendeten Geräte und Apparaturen lassen eine Alchemistenküche vermuten. Etwas ganz Besonderes ist der Apothekergarten. Die Beete sind nach den zu heilenden Krankheiten sortiert. Herz-Kreislauf, Magen-Darm, Haut, Psyche und vieles mehr. An den Schildern, die neben den Pflanzen stehen, ist ihr heilender Teil angegeben. Viele Gewächse treiben geradeaus. In kurzer Zeit wird der Apothekergarten in üppigem Grün stehen. Nun aber weiter auf unserer Rikscha-Tour. Aber man sieht, das ist ja auch das letzte befestigte Tor, das Bad Langensalza hat. Die anderen Tore wurden alle weggerissen und dieses Sklaventor ist noch hier geblieben. Das ist das Einzige, was noch da ist. Im Hinterhof übrigens ist eine Druckerei. Ich weiß. Keine Druckerei, ein Druckereimuseum. Hier. Guten Tag. Oh, Sie sind ja hier schon voll am Arbeiten. Jawohl, oh, bin ich überrascht. Herzlich willkommen in der historischen Druckerei in Bad Langensalza. Dankeschön. Bekomme ich jetzt eine Hilfe? Natürlich, gerne. Jawohl, dann müssen wir zugreifen. Wenn ich darf, ja, an der echt? Ganz alten Technik. Ja, von wann ist die denn? Die ist von 1820, aber das ist die zweite Generation von Kleindruckpressen, welche dann zur Zeit der industriellen Revolution nach den Gutenberg-Bürstenmaschinen dann gedruckt worden sind. Also hochmodern. Hochmodern. Hochmodern in Anführungsstrichen. Sehr schön. Und da darf ich jetzt aber ran. Jawohl, bitteschön. Dankeschön. Da muss ich ja auch mit aufs Podestchen kommen. Also, so, und jetzt? Schön nach unten. Immer weiter nach unten bis zum Anschlag. Und jetzt nach oben. Wieder zurück. Oh, uiuiui. So, jetzt nehmen wir den Druck raus. Und jetzt können wir mal sehen, was wir gemacht haben. Wir sehr haben nämlich schön. Federzeichnungen, historische Federzeichnungen von der Stadt Bad Langensalza. Ja. Und wir haben jetzt hier die Bildunterschrift gebracht. Natürlich erklärt das Museum den gesamten Druckprozess. Das Setzen der einzelnen Lettern zu einem Text sowie den Einsatz von fertigen Druckvorlagen. Die erzielten Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Der Kurpark mit dem Friederikenschlösschen ist bei den Besuchern besonders beliebt. Das barocke Gebäude ließ sich Friederike von Sachsen-Weißenfels als Sommerresidenz bauen. Also sehenswert nur einmal und im Sonnenschein noch viel mehr. Es war ganz, ganz schön. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Mir auch. Es ist wunderbar gewesen, dir die Stadt zu zeigen. Dankeschön. Ich danke dir. Ich danke dir. Tschüss und immer gute Fahrt. Danke. Tschüss.